Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Zu einer etwas längeren Aufnahmesession. Schon mal vorab gesagt, die Parts werden ein klein wenig länger sein heute und auch die nächsten 3-4 Tage. Und zum anderen werden auch die... Hey, dein dämlicher Kammerjägerkumpel ist da, Brick. Aufnahmesession an sich jetzt gerade aktuell länger sein. Okay, ich habe noch irgendwie was hier im Inventar, das kann ich wegschmeißen. Die muss ich noch wieder equippen. Und die wollte ich vergleichen, die ist schlechter. Versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. So. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Ja, das kann weg, das kann weg. Möge es dich auf... Denk daran, wir haben immer geöffnet. Yes. Ja. So, was jetzt? Ach ja, stimmt ja. Ja. Ich habe einige Hauptverteidigungspunkte markiert. Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Ja. Ja. Was denn, wenn ich das jetzt hier vorne hinpacke, statt da vorne? Macht das einen Unterschied? Ja. Dann nehme ich mal an, dass hier hinten erst die Goliaths auftauchen. Nämlich aus der rein hypothetischen Annahme. Sieht gut aus. Jetzt geh rauf zu dem fetten Geschütz auf dem Haupttor. Da kommen sie, Slab. Halt die Bots von der Frachtkiste fern. Okay, krass, wie heftig diese sein sollen. Das wird jetzt wieder nichts werden. Kann ich so schon sagen. Okay, das kapiere ich jetzt zwar nicht, aber okay. Rein hypothetisch hätte es fast geklappt. Ich glaube, das Sterben hat mir ein bisschen Zeit geklaut.
Aber das ist nur so eine Annahme. Okay, das heißt... Ja, erstmal muss ich natürlich gucken, dass ich hier relativ schnell zum Spot komme, und zum anderen muss ich zusehen, da ich relativ schnell die Mission wiederhole. Hey, dein dämlicher Kammerjäger-Kumpel ist da, Brick. Schnauze, Rocco. Okay, Slab. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Hauptverteidigungspunkte markiert. Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Platziere Psycho. Ich glaube, die Psychos bringen erst in der Mitte was, voraussichtlich. Deswegen... Hier ist Psycho, da Goliath... Und da vorne Marodeur. Marodeur. So. Yes. Ja. Ja. Yes. Ja. Geschütz auf dem Hauptturm. Ja.
Okay, so langsam wird das ja, ne? Also Taktik haben, herausfinden, wie es funktioniert und fertig hat sie's. Scheibenkleister, kaum mehr Munition. Also sprich für die Granaten. Ach komm schon. Das war jetzt echt nicht fair. Ich weiß auch nämlich gar nicht mehr, wie lange man diese Kiste beschützen solle. Ich weiß nur, wir schaffen das noch irgendwann. Bloß, ich glaube, jetzt wird das erstmal noch nichts. Okay, das ist, kannst du vergessen, ich muss die irgendwie anders besiegen. Ich verliere auf jeden Fall eine Menge Geld, Leute. Das steht fest. Das ist nicht gut. Na gut, ich krieg's am Ende wieder rein, das weiß ich auch, aber es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Yes.
Ernsthaft? Bitte sag, dass ich mir Raketen aus Versehen mitgekauft habe. Nein, natürlich nicht. Das ist doch... Leute, das ist so hart lächerlich. Aber ich kann hier gerade gut XP abfarmen, weil natürlich immer wieder nachrückt, ne? Solange ich, grandioserweise... Ja, das ist auch nur irgendwie packe. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Drei Worte bitte. Kein Geld. Der Schmerz steht unmittelbar bevor. Ich werde dir die Augen aus den Höhlen lutschen. Ich reiß dich in Stücke. Okay, ich glaube, jetzt wäre ich rein hypothetisch erst durch. Also eigentlich ist es total machbar, wenn man halt nicht munitionarm wäre am Ende. So. Ich spiele sogar am Automaten, das ist mir jetzt wert. Ach komm schon, du willst mich verarschen. Komm, mindestens eine Waffe. Ich will zumindest eine gute Waffe, sag ich mal lieber so. Okay, verstanden. Du gibst mir nichts. BTW, du schenkst mir nichts. Okay, wie immer sei. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Nöp, nöp, nöp. Tschüss, auf Wiedersehen. Nö, auf Wiedersehen, tschüss. Auf Wiedersehen. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Wundervoll. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. So, also die Reihenfolge war schon mal ganz gut. Ist zwar viel herumgerenne, aber ich muss das halt leider Gottes ja so machen. Hey, dein dämlicher Kammerjäger-Kumpel ist da, Brick. Schnauze, Rocco. Okay, Sir. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Ich habe einige Hauptverteidigungspunkte markiert. Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Psychos. Marodeur. Und zu guter Letzt noch die Goliaths. Und kannst vergessen, ich gehe nicht ins Geschütz, ich gehe zwar da hoch, aber werde auch sicher nicht einsteigen da drinnen. Das kann er mal sowas von vergessen. Gut aus. Jetzt geh rauf zu dem fetten Geschütz auf dem Hauptturm. Yes. Ja. Ja. Da kommen sie, Slab. Halt die Bots von der Frachtkiste fern.
ich bin, nennt man einen Mann. So, wieder schon mal hier hinten hin, wieder Granaten holen noch. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. So. Bis ihre Hals und Blöten ging. Heute ist die richtig schnellste. Nein, warum bin ich denn hier gestorben? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht gut. So. Okay, es wird. Solange die da hinten sich prügeln, ist alles Duty. Da würde mich zumindest nicht die Kiste unter Beschuss genommen, in Anführungszeichen, ne?
könnte man sagen. Muss ich jetzt den Goliath auch noch erledigen, ist die Frage gerade so im Hinterkopf. Was hat das alles zu bedeuten? Dich umzubringen wird ein geiles Gefühl. Ihr, das hält mich auf! Ja, noch zwei Dinge, die ich dir deinen Arsch schieben kann. Versuch mal mit zerquetschten Lungen zu atmen. So. What the? Unfair. Woher und wann? Ist das ein verdammter Ernst? Ich war da hinten beschäftigt. Ach, komm schon. Ach, wisst ihr was? Ist ja grandioserweise egal, weil, kann ich ehrlich mal sagen, es ist so nicht machbar gerade. So richtig schlecht einfach nur die Mission. Also auf den Schwierigkeitsgrad zumindest, ne? Würde aber vielleicht hätten wir es auch geschafft, wenn ich nicht so lost gewesen wäre. Was weiß ich. Schon was Besseres einfallen, Kommando! Ja.
sich schön. Da ist so viel. Gottverdammt. Okay. Kann jetzt nur sagen, kandioserweise finde ich trotzdem eine Frechheit, dass durch den anderen Goliath mir die Mission, ich will nicht sagen negiert, aber halt zerstört worden ist. Hi. Na gut, wie dem auch sei. Dann muss ich wieder mal gucken, was ich noch sonst so machen kann. Wir haben nämlich echt nicht mehr so viel. Wir können ja das mal machen. Einfach spontanerweise. Yes. So. Wird wahrscheinlich zwar auch nichts, aber hey. Aber das muss ich auch gucken, ob das überhaupt in den Part noch alles reinpasst. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auf den nächsten Part schon freuen. Der wird lustig. Hier gibt's für jeden die richtige Karre. Ach ja. Ich werde das Letzte sein, was du siehst. Yes. Yes. Ja. Ja, prima. Also, ganz ehrlich, mal abgesehen davon, dass es zwar saulustig ist, ist es bescheuert, ey. Hier, ja, guck mal, wie viel Schaden ich mache. Null. Okay, ich muss jetzt nur noch zwei Dinger da machen und dann hat sie's. Passt das noch ein Part? Ja, wird noch passen. Ich werde es hinkriegen, zumindest. Oder versuchen hinzukriegen. So, komm. Wo spawne ich bitte schon hier gerade? Was soll denn das? Hier ist doch auch ein Spawnpunkt, oder habe ich den verpasst? Ich krieg die Krise. Alter. Wenigstens weiß ich jetzt, wie sich Jack mit meiner Axt. Boah, ey! Das wird mir bestimmt irgendwann einmal helfen. Los, los, los. Das... Boah! Was ist denn das, vor allen Dingen? Ich hüpfe, 3-4 Mal hüpfe ich, ne? Och nö, du darfst jetzt nicht hüpfen, weil dich gerade in dem Augenblick eine Kugel getroffen hat. Das Hüpfen ist gar nicht möglich dann in dem Augenblick. Oh, ich weiß, ich reg mich wieder unnötig auf, aber es ist ja auch hart unlogisch. Selbst im echten Leben würde ich wahrscheinlich nicht im Sprung auf einmal wieder am Boden urplötzlich kleben bleiben. Nur, und jetzt betone ich das richtig fett, nur, weil mich eine Kugel trifft. Das ist so hart unlogisch wie, keine Ahnung. Tesafilm mit Ketchup als Kleber verwenden. So gut. Ja, komm, klar. Ich bin schon wieder tot. So. Okay, mal eine kleine mathematische Lösung. 5 Öfen
in einem Durchlauf gleich gut. 5 Öfen in knapp 5 Durchläufen theoretisch gleich scheiße. Na, aber ehrlich mal, was ist denn das? Also, ich kann da durchlaufen, wie ich lustig bin. Oder versuchen zumindest. Ich werde gleich schon beschossen, bevor die mich eigentlich sehen können, rein hypothetisch. Und die machen mir so viel Schaden, als wäre ich eine Fliege. Ich bin ein Vollpfosten. Das, was ich bin, nennt man einen Mann. Okay, du hast einen Löwen Sprengstoff angebracht. Zeit, ihn hochgehen zu lassen. Verwende dafür die Fernzündung, die eine der Crimson Raiders dort andrücke. Einfach auf den Zünder und wir alle Banditen. Zeit zu chillen. Yes. Gut gemacht. Ohne ihre Löwen wird es den Banditen viel zu kalt sein, um Leute zu killen. Kannst du halt vergessen, ne? Ne. Kann ich ganz ehrlich vergessen auf diese Art und Weise. Gut, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.